18.500. Was? 18.500! Und die letzte Frage kommt einen Schritt mehr. Ey, Mann, geh mal einen Schritt zurück. Boah, zwiebelt, Alter. Willkommen bei Joe's Bros. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei der dritten Challenge von Joe's Bros. Heute haben wir einen neuen Gast. Das ist der Cerro, auch genannt Serrat. Hier haben wir einmal den Bruder Mr. Unbekannt, auch der Schütze. Dann haben wir einmal, wie immer, Datka und natürlich den Quizmaster Stifler. Was geht? So, was ich euch heute dazu sagen kann, es wird schmerzhaft, meine Freunde. Dann gebe ich mal das Wort weiter an unsere Schützen mit der Paintball-Waffe. Bitte erzählen uns mal, wie viel Joule hat diese Waffe? Diese Waffe hat ungefähr 7,5 Joule, ist eine First Strike T15 und noch mit ein paar Extras drauf. Sollte schmerzhaft werden. So, die Challenge funktioniert wie folgt. Es werden 4 Schätzfragen vorkommen. Wer am weitesten von der richtigen Antwort entfernt ist, der bekommt einen Schuss gegen den Rücken. Natürlich von einem Profischützen. Also meine Freunde, don't try this at home. Let's go. Was geht, Leute? Hier euer Quizmaster Stiff. Und fangen wir gleich mit der ersten Frage an, weil wir wollen keine Zeit schinden. Los geht's. Let's get ready to rumble. Und zwar, hört ihr zu? Wir hören zu. Ja. So. Ihr müsst genau, wichtig ist, Leute, ihr müsst genau die Fragen zuhören, weil die Fragen sind etwas komplexer. Ja. Komplexer. Okay. Ne? Du Kind. Okay, erste Frage. Fläche des brasilianischen Regenwaldes, der bisher abgeholzt wurde, um den Bedarf an Rindfleisch, Soja, Holz zu decken, in Prozent. Was, Bruder? Kannst du die Frage nochmal... Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, klar. Fläche des brasilianischen Regenwaldes, der bisher abgeholzt wurde, um den Bedarf an Rindfleisch, Soja und Holz zu decken, in Prozent. Dieses Rindfleisch auf der ganzen Welt? Hör mal zu. Ja, Fläche, aber Rindfleisch, was? Ja, ja, aber um Rindfleisch zu decken und Soja für die ganze Welt oder nur für Brasilien? Fläche des brasilianischen Regenwaldes, also es geht hier um Brasilien. Ja. Nur um Brasilien. Ja. In Prozent. Ja. Wie viel wurde abgeholzt in Prozent, um diesen Bedarf zu decken? Wie viel Prozent vom ganzen Regenwald? Ja, nein, Brasilien, Mann. Die verstehen die Frage okay, nicht. Okay. Sag eine Prozentzahl, ja, wie viel schon abgeholzt wurde. Okay. Mehr will ich nicht wissen. Wie okay. viel wurde abgeholzt? Okay, es wurde abgeholzt. In Prozent. Es ist aber neu gewachsen, nachgewachsen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das heißt, in die Hose! Okay. Also Leute, okay, los, okay, ich hab's. Okay. Ich hab's. Erzähl. Okay, hat jeder? Ja. Datka? Ja. Okay, wer fängt an? Datka. Wie viel Prozent? 25. Joe. Oi, Kuruba. 56. 56? Ja. Wie viel? 70. Zeig her. Okay, und ich gehe jetzt zu Ihnen und sage, auf wen er schießen soll, ne? Genau. Okay. Dreh dich um. Oh. Das schwitzen, Bruder. Warte, ey. Zählst du an, wann du schießt, oder? Nein! Wer bekommt? Okay. Geil! Wie viel waren's? 20. 20? Echt? Ja. Wow. Das war echt gut. Ja. Bisschen weiter hoch, Bruder. Oh mein Gott. Du hast immer auf okay. Ja? Okay. Oh mein Gott. Oh. Ich schwöre, ich hab sogar das Schwitzen bekommen. Echt, ich weiß gar nicht warum. Gut gemacht. Oh, ich hab geschwitzt. Von Kick auf deinem Plexus. Okay. Latina gibt Kuss, sieht aus wie Santa Cruz. Okay, let's go. Runde 2. So, bitte zuhören, ne? Ja. Stellt euch ein bisschen näher zusammen. Ja, ja. So, hört genau zu. Kopfschmerzen bekommen, Alter, obwohl ich keinen Schuss bekommen habe. Zweite Frage. Seid ihr bereit? Ja, ja. Zahl der Bestellvarianten für Kaffeegetränke in einer herkömmlichen Starbucks-Filiale. Das geht. Was denn, die Tageseinnahme? Nein, Kaffeecreme, Bestellvarianten. Wie viel verschiedene? Ah, nur an Kaffee? Nur an Kaffeegetränken. Genau. Ja, was sollen die haben? Ja, sag doch.
Ist doch. So, wenn du meinst Kaffee, ob Kaffeecreme oder Cappuccino. Oder nein, wie viel gibt es insgesamt? Am Tag? Wie viel gibt es insgesamt? Wie viel kannst du da bestellen? Wenn du hingehst, wie viele verschiedene Kaffeesorten kannst du da bestellen? Oder nicht? Nicht Kaffeesorten, sondern. Ja, Kaffeevarianten. Ja, Varianten. Okay. Ne? Okay. Was hast du, Bruder? Danke. Ja, könnt ihr jetzt mal antworten? Habt ihr? Ja, okay. Soll ich anfangen? Okay. Ja. 18.500. Was? 18.500! Scheine Show. Ich hab 43. 43? Was? Ich hab 10. Hä, warte. Warte mal. Die Frage haben wir ganz falsch. Pech? Was? Ich hab gesagt, hör zu. Ja, wie viele Varianten? Als ob du 18.000 Varianten in einem Starbucks-Laden gibt. Ja, aber du kannst auch 1.000 verschiedene machen. Also was willst du bei dem einen Milch reinmachen, bei dem einen Milch da unten reinmachen? Dann krieg ich euch um! Egal. Oh nein, dann krieg ich halt. Ich will nicht mehr. Dann krieg ich halt. Egal. Ficker dein. Ich will doch von euch mal wandeln. Ey, übrigens, Jungs, die Varianten waren 19.000. Bottega Butz. Kriegt das sehr. Oh, wie das. Eigentlich steckt wie im Mann. Oh. Ey, am besten jetzt die letzten zwei Fragen kommen so zwei Schritte näher ran. Was denn sonst? Ja, das ist gut. Guck mal, Leute, für die nächsten zwei Fragen kommt er nochmal zwei Schritte näher ran. Let's go. Nein, gibt's nicht. Let's go. Genau da. Komm her, Serge, komm her. Dritte Frage. Ey, das ist so geil. Meine Fragen sind so komplex. Ich verstehe nicht mal die Frage. Okay. So, die nächste Frage werdet ihr verstehen. Okay. Wirklich. Nein, Mann. Echt, wirklich, das ist nicht schwer. Okay. Hört zu. Ja. Wie viele Millionen Städte hat China? Wie viele Millionen Städte? Wie viele Millionen Menschen? Okay. China, ja? China. Wie viele Einwohner in China allgemein? Boah, mehr als genug. Die haben mehr als eine Milliarde, glaube ich, ne? Ja. Mehr als eine Milliarde, ja. Habt ihr? Ich hab. Warte. Denk. Nein, warte, ich muss löschen. Ach, Leute. Das ist ein Riesenland, ne? Riesig groß. Okay. Warte. Serhat gibt die erste Antwort. 80, Bruder. 80? Ja. Okay, du? Ich hab 112. 112? Und du? 120. Okay. Da gibt es doch schon wieder einen dabei. Hol mal ab von mir, du. Ich will nicht mehr mit euch. Letzte Frage. 113. Wie viel habe ich? Wir sind Killer. Oh, ich habe 112. Ja. Drei Stück schon mal. Geil. Okay. Hey, was sagt ihr? Noch einen Schritt näher für die letzte Frage. Für die letzte Frage kommt er einen Schritt näher. Ah, geil. Genau, ein Schritt, okay. Let's go. Komm her, letzte Frage, Bruder. Ist doch schon 5 Meter. Ja, ist doch gut. Komm her jetzt. So, Leute, hier kommt auf jeden Fall die vierte Frage. Und die ist eigentlich machbar so, gerade für den Polen, den wir hier auch in der Grunde haben. Können Sie mal auf Datka zeigen, hier mal ganz kurz. Der freut sich natürlich tierisch. Ja, der Arme musste schon die letzten ganzen Challenges leiden. Aber das wird nicht so schwer. Auf jeden Fall, die Entfernung, Luftlinie von Polen nach Argentinien. Nicht schon wieder. Von Polen nach Argentinien, die Luftlinie. Wie viel Kilometer? Ich hab jetzt schon wieder verloren. Ja, ihr müsst euch anstrengen, Leute, ne? Weil das nächste wird auf jeden Fall. Das ist die vierte jetzt. Das ist die vierte. Das ist die vierte Frage, ja. Du hast drei schon abgekriegt. Ja, das ist die letzte Frage jetzt. Joe fängt an zu zeigen. Ich fange an. Habt ihr alle? Ja. Okay. Ich habe 6.320. Okay. Du? Ich habe 5.000. Okay. Stechen. Wer geht höher, wer geht runter? Ich gehe höher. Du gehst höher, du gehst runter? Ja. Nein, Mann. Aber ich hab auch mehr. Ja. Ja. Bin ich jetzt der Gefickte? Ja, hau rein, nein, Mann. Er lacht doch jetzt schon, Mann. Hau mal ab. Was denn? Ich hab
keine Ahnung, was du meinst. Komm, okay, komm, komm, zurück, ja? Komm, nein, nein, bleib da, bleib da. Hey, übrigens, ne? Es sind 12.819. Jawohl! Ja, Digga, ich hab doch von. Ja, komm her. Du weißt doch, dass du willst, ich ey, abkriege. Du willst nicht sagen sollen, ja, aber so. Ja. Komm her, jetzt gib mir. Nehmen das. Soll ich eine neue Frage machen? Nein. Hä? Nein. Nein, ja. Los, dreh dich um, yalla. Ich hab 4 Schüsse bekommen. Was ist los, ey, Mann? Jetzt gib mal einen Schritt zurück, ich will mal. Jetzt gibst du noch einen, komm. Was dreht ihr euch um? Ja, so. Ja, so, aber ich hab doch eh verloren. Ja, aber ist doch egal. Mach einfach. Guck mal, ich hab dir wenigstens gesagt, du weißt es jetzt wenigstens. The Dev! Egal, ich bin deine Hand. Stabil. So, meine Freunde, aus Loyalität dem Bruder gegenüber kassieren wir jetzt jeder beide einen Schuss freiwillig, weil der Arme 4 Stück kassiert hat. Viel Spaß. Das ist nicht fair. Digga, wozu? Ja, Bo. Ich will gucken, wie das wehtut. Bleib mal den Schmerz kennen. Genau dahin. Was geht, was geht, was geht, Jungs? Zwiebelt gleich, was geht? Oh. Versuchen Sie trotz erhobenen Kopfes die Arme weit nach vorne zu bringen. Der war gut, ne? Der war gut. Zwiebelt, Alter. Alter, 4 Stück, Digga, du bist doch behindert. Ja. Wie bist du jetzt? Oh. Gib mir, Bruder, gib mal her, ich mach den jetzt. Ey, machst du jetzt oder was? Oh! Oh! Junge, der hat. Ey, der war gut, Leute. Der war komm her, für dich haben wir ihn einkassiert. Für dich haben wir ihn einkassiert. Korrekt, korrekt. So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die 3. Challenge von Joe's Bros mit den Brüdern Sedat, mit den Brüdern Datka und Ziefle natürlich und natürlich der unbekannte Schütze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Zeig mal bitte. Ich wusste, ey. Ich wusste, dass ich alles hier. Wenn man hält, macht sich zu sauber. Heftig? Heftig.